Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe I Want the Apple in 99 Sekunden. Viel Spaß! Berichte dem Wall Street Journal zufolge testet Apple bereits größere Displays fürs iPhone und fürs iPad. Die Rede ist hierbei von 12,9 Zoll großen Displays fürs iPad und 4,7 bzw. sogar 5,7 Zoll großen iPhone Displays. Die Begründung danach ist ganz einfach, die Konkurrenz hat große Erfolge mit diesen großen Displays gefeiert und da möchte Apple wahrscheinlich nachziehen. Im Herbst werden wir wahrscheinlich solche Displays noch nicht sehen, weil da kommt erstmal das iPhone 5S und da werden wir solche großen Displays noch nicht sehen. Erst 2014, wenn das iPhone 6 dann kommt, können wir mit solchen großen Displays rechnen, wenn diese News überhaupt stimmt. Seit vergangenen Donnerstag war das Apple Developer Center offline. Mittlerweile stellte sich der Grund heraus, Apple wurde nämlich gehackt. Angeblich wurden außer Entwickler-E-Mails keine wichtigen Daten entwendet. Mittlerweile hat sich der Hacker auch geoutet. Er war Sicherheitsexperte und wollte Apple nur auf einige Bugs hinweisen. Er versicherte, dass er auf jeden Fall ohne bösen Absichten gehandelt hatte. Zu guter Letzt noch ein Meilenstein und Erfolg von Apple. Sie haben nämlich mit iTunes 1 Milliarde Podcast-Abonnenten geknackt. Seit 2005 entstanden dort 250.000 Podcasts in mehr als 100 Sprachen. Das war's von diesem Video. Gern könnt ihr einen Daumen hoch geben oder abonnieren. Alle weiteren News findet ihr auf apfelike.com, unserer Apple News-Seite. Sonst war's das von diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.